Salut! Heute werden wir zusammen das französische Passiv und den Passiversatz üben. Zunächst wiederholen wir, wie das Passiv gebildet wird und machen dazu einige Übungen. Im Anschluss schauen wir uns verschiedene Formen des Passiversatzes an und machen auch hierzu zusammen ein paar Aufgaben. Bist du bereit? Dann geht's los! Zuerst wiederholen wir kurz das normale Passiv. Wie du ja schon weißt, wird beim Bilden eines Passivsatzes das direkte Objekt des Aktivsatzes zum Subjekt. Was bedeutet das? Im Aktivsatz Jules organise une fête ist une fête das direkte Objekt. Im Passivsatz une fête est organisée par Jules ist une fête nun zum Subjekt geworden. Soviel zur Theorie. Jetzt wird geübt. Zunächst geht es dabei um die Angleichung von être und dem Partizip passé. Dazu notierst du dir die passende Präsensform von être und das jeweilige Partizip. La fête pour vendredi soir. Paul, Marie et Mathieu par Jules. Noémie. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com